Willkommen zu einer neuen chilligen Runde Space Engineers von Keen Software aus. Mitten im All mit Stromprobleme. Ich hoffe mal, wir kriegen es hin. Ich war noch nicht bereit abzubrechen und wieder runterzufliegen und Nachschub zu holen. Ich dachte mir, das kriegen wir eventuell auch so hin. So, wir haben die zwei fertig. Kriegen wir die dritte fertig? Das sieht gut aus. Dritte fertig. Und die vierte kriegen wir auch fertig. Das ist nice. Damit haben wir die schon mal nebeneinander. Hier außen können wir auch. Naja, gut, es darf nichts mehr dahinter kommen. Jep, jep, jep. So, das heißt, wir haben jetzt Kontrollfeld 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Jawoll! Das heißt, die kann arbeiten. Im Moment. Und sollte man auch nutzen, solange die Sonne noch da ist. Wir bauen jetzt noch keine Upgrades dran. Habe ich mir gerade so überlegt. Damit wir jetzt das Zeug hier alles rauskriegen. Das hier wieder abbauen können. Na komm, nee, lass mal zur Sicherheit da vielleicht. Falls ich mal Stromprobleme kriege. Damit wir keine Stromprobleme kriegen, will ich den hier haben. Wieso konnte ich die Reaktorkomponenten noch nicht reinschmeißen? Hätte ich die noch nicht dabei. Ach, sind Sensorkomponenten, jawohl. Du kannst Reaktorkomponenten bauen, wenn du denn das richtige Zeugs da hättest. So, du brauchst jetzt 81 Reaktorkomponenten, dafür brauchst du einen Kies. Den habe ich hier drüben. Nein, den habe ich hier unten drin. Ich hoffe mal, der reicht. Ansonsten müssen wir Steine kloppen und hier reinschmeißen. Warte mal, da rein. Kiesproduktion, Reaktorkomponenten, Silberbarren. Habe ich auch noch nicht mit drüber geholt. Haben wir aber auf jeden Fall da. Silberbarren. Eieiei. Dreht. Hui, jetzt leckt's. Dreht sich doch mal vernünftig hin. So. F. Silberbarren. Produktion. Jetzt habe ich wieder vergessen, wie viele es waren. 83. 1, 2, 3. Und dann können wir hier Uran reinschmeißen. Was ich natürlich auch erstmal rauszutschen muss. Außen. So, was noch? 6 Computer. Nee, 6 Motoren, 25 Computer. 6 Motoren. Produktion 1, 2, 3, 4, 5, 6 Motoren, 25 Computer, davon hatte ich 10 jetzt geklaut. Und muss ich noch 1, 2, 3, 4, 5 bauen? Was ist denn das alles? Ui. Ja, das vergesse ich ziemlich schnell. Wasserstoff und Energie. Der zieht aber mal krass vorbei. F. So, hoffe ich doch. Gib mal her. So, wie viel hast du schon wieder? Oh. Step by step. Die sind komplett fertig. Wir haben dann hoffentlich genug Strom. Was kommt als nächstes? Die Raffinerie, wa? Da können wir die Batterie wegnehmen. Naja, es ist auch krass, dass ich die jetzt so weit auseinanderbaue. Aber das werden wir dann zukleistern. Jo, jo, jo. Nach hinten hinkommen dann bei der Raffinerie.
auch wieder die Upgrades. Batterie. Obwohl, die können wir dann auch machen. 6. Ja, die müssen wir wieder. Ja, komm. G. Batterie brauchen wir auch. Nee, nicht die Small. Können wir ja dann oben drauf bauen. Ich habe ja auch nicht geguckt, von wo der aus beliefert wird. Toll. Wir haben 27 fertig. Wir brauchen noch 20. Solange der hier läuft, ist das schon spitze. Lichtbogenofen können wir erstmal lassen. Ja, lange haben wir keine Sonne mehr. Naja, dann kann ich, wenn die Sonne weg ist, kann ich dann Ressourcen von unten holen. Kann dann hier erstmal das Stahlgerüst fertig schweißen und mir vielleicht irgendeine andere Form hier einfallen lassen. Ja, Reaktor stört hier nicht daneben. Könnten sogar hier unten drunter bauen. Das hätte ich vielleicht eher machen können. So komme ich von vorne ran. Kann ich ihn übers Netz beliefern lassen? Nein. Dreh den mal bitte. Ach. So gerade nicht. So auch nicht. Weißt du, es ist halt. Der hat nur die beiden Anschlüsse. Ach, Tatsache. Weil von oben komme ich nicht mehr rein. Und wenn ich dort. Ja, da geht's ja nur von da. Sonst hätte ich nie unten drunter geklemmt. Doch, das geht auch. Die sind ja hier oben drauf. Und hier unten drunter. Ich könnte ihn ja hier hinsetzen. Beliefere den selber von vorn. Oder drehe das? Weil von oben beliefern lassen kann ich ihn nicht. Von unten auch nicht. Ich wüsste, wie rum der da steht. Aber das sehen wir gleich. Und das kommt hier sowieso alles hier rein. 6 Computer. Was? Fehlen? Was? Gib her. So, wir können ihn von vorne beliefern. Das ist richtig. Von oben schließen wir ans Netz ein. Das ist auch richtig. So, wie viel würdest du Kontrollfeld machen? 15 Megawatt. genau. Dann können die Batterie dahinter. Aber dann sehen wir. Doch, dann sehen wir sie noch. Oben drauf können sie nicht. 7. Aber ich könnte sie auch hier hinstellen. Nee. Ist doch Quatsch. Wir werden riesen Platz haben. Und ich mache hier schon wieder irgendwelche Figurchen. Es ist doch eigentlich egal. Ich muss ja mit dem Ding nicht mehr landen. Wir werden Platz haben. So, wenn ich jetzt hier reinschmeiße, brauchen wir keinen Strom mehr. Na, da können wir dann da auch die Upgrades dran schmeißen. Aber wir lassen das hier nebenbei laufen. 20, du brauchst 80 Energiezellen. 80 Energiezellen. Hier sind das 60, 80 Stahlplatten. Produktion 80 Energiezellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 Stahlplatten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Du brauchst 25 Computer. 25
Computer. Und... Ach, das haben wir ja alles da. Mensch. Stahlplatten. Schmeißen wir rein. Wir brauchen nämlich hier drüben aus meinen Reaktoren kriege ich das wieder in die Hand. Ne, Inventar. Dass ich bei denen... ...50 Klaue jeweils. Wir können ja von unten nachholen. Und wir können auch dann verhütten und von hier oben wieder nachholen. Das geht ja jetzt nur darum, dass wir hier was drin haben. Und der verwendet es nur, wenn er muss. Das ist auch schon mal schön. Stahlplatten? Gibt es schon was Fertiges? Nö. Und was gibt? Okay. Energiezellen? Ach, die sind schon drin. Ne, die sind sauschwer, die Energiezellen. Deswegen kannst du nicht viel mitnehmen. Da sind sie wieder drin. Jetzt sind es noch 8. Super. Was brauchen wir als nächstes? Raffinerie. Wenn der genug Strom macht. Erstmal Raffinerie, damit wir wirklich Uran verarbeiten können. Und dann holen wir uns genug Uran hier rein. Oh, alter Schwede, ey. Stück für Stück musst du hier alles wieder aufbauen. Das ist die 6er und dafür brauchen wir erstmal Stahlplatten wieder. Wieso? Die können wir auch gleich dahinter hängen. 1200. Die kannst du immer da haben. So. Hatten wir die nicht schon im Bau? Nö. So, und dann muss der nämlich loslegen. Der siehst du schon 99,8. Jawohl, Kontrollfeld. Basic Assembler. Batterie ist in 11 Minuten vollgeladen. Lichtbogenofen. Brauchen wir alles nicht. Reaktor klein. Derzeitige Abgabe, der drischt die komplett maximal voll. Batterie kann maximal 12 zunehmen. Maximal benötigte 12 Megawatt, jawohl. In 11 Minuten voll. 11 Minuten lang, das reicht sogar. Und damit haben wir dort auf jeden Fall... jawohl. Heißt, jetzt hier mal her. Du nimmst das da bitte mal wieder rein. Damit haben wir hier mehr Platz. Ja, können wir dann nach hinten, können wir das ohne Ende dann verlagern wieder. Nee. Bitte mal. Jupp. Und jetzt nach hinten drehen. So dürften wir das vorne sehen, oder? Sehen wir. Naja, nur ein Stück. Aber die müssen nach hinten. Ja, wir müssen sie so setzen wieder. Dann kommen die ganzen Upgrades rein. Erst hier wieder, damit wir... Stück für Stück weitermachen können. Kann ich die schon reinschmeißen? Computer. Was haben wir noch? Interne Panzerung. Keine Ahnung, was du alles brauchst. Steuerrohr groß. 20. 16 Motoren. Steuerrohr groß. Wo haben wir's? 20. 16 Motoren, 20 Gerüste, Inventar,
15 Computer. Die schmeißen wir auch gleich ein. Oh, schön. Es geht vorwärts. Den brauchen wir. Hier die Upgrades. Und hier machen wir auch erstmal wieder Effektivität. Warte mal, was gibt es noch? Produktivität? Da baut es schnell. Nee, das ist ja nur für. Warte. Kontrollfeld, Montageanlage, Produktivität oder Power-Effizienz? Power-Effizienz holen wir uns einfach mehr Uran. Dann baue ich mehr Raffinerien. Das ist mir Bumi. Dann bauen wir Produktivität. Nein, G. Produktivitätsmodul. Hier. Genau. Und da? Yep. So rum. Und dafür brauchen wir auch wieder Stahlplatten. Da könntest du gleich wieder 400 Stahlplatten bauen. Mist, die baust du hinten dran. Seit wann das? 160 Herstellungskomponenten. Steuerrohr klein. Ach komm, da kannst du gleich 100 bauen. Uiuiui, 240 Computer. Kann das überhaupt hinkriegen? Dann zutscht da natürlich richtig Strom. 16. Hä? 16 Motoren, genau. Lustig. Aber es geht vorwärts. So, nimm mal die 1 wieder in die Hand, Junge. Damit kommt schon mal ein bisschen was zusammen. Cockpit wird das natürlich noch nicht. Das ist jetzt so eine Art Service-Raum. Wie ist hier drin? 98. Aha! Da zeigt schon Hälfte an. Batterie, noch 6 Minuten. Jawohl. Da geht's uns gut. Die 100 Uran reichen auch eine Weile. Da können wir uns jetzt hier konzentrieren, die Upgrades dran zu machen. Wenn der nicht arbeitet, ist ja auch nichts mehr drin. Damit können wir den komplett rausschmeißen. Was wir dann noch brauchen, ist ein großer Frachtcontainer. Dass wir hier mal wieder einen haben. Hat der hinten so eine. Hat er. Jawohl. Ja, ich würde ihn mal von vorne und von hinten bedienen, ne? Du kennst mich schon. Nein. 1, 1, 1. Jawohl. So, langsam kommen wir ran. Wenn wir Schiffi leer machen können, haben wir es dann geschafft. Eisenbahn fehlen? Ja, haben wir noch da. Müsste irgendwann auch mal wieder kommen. Ich habe noch 20 Tonnen Eisen dabei. Ich hab's mir schon gedacht, dass wir das am meisten brauchen. So, gib mal her. So. Oh, das wird nice. Haben wir von jedem Mist so viel gebraucht? Alter. Das ist nur Geschwindigkeit, was ich drauf drücke. Produktivität. Kostet dafür aber Strom. Dafür können wir aber schneller bauen. Lade ich mal voll. Hintereinander weg.
Und wenn es nicht baut, brauchst du keinen Strom. Ja, aber ich hätte jetzt schon gerne erstmal noch die fertig, das ist richtig. Und dann den fertig, bevor wir da rangehen. So. Naja, es wird, es wird. Ach, wir sind die Runde schon wieder durch. Ach, mein Eh. Aber, so, Grundgerüst kommt langsam in Sicht. Eh nicht extrem dem von unten, ne? Wenn die Raffinerie steht, können wir den Lichtbogenofen auch wegschmeißen. Jo, ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten chilligen Runde wieder aus Space Engineers. Von Keen Software House. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.